Ja, hallo ihr Lieben, Love Island, 18 sind wir jetzt, glaube ich, ne? Ich habe jetzt gestern so gedacht, das hatte ich letztes Jahr auch schon, oder beziehungsweise als ich das letzte Mal geguckt habe, dass es dann irgendwo so einen Moment gibt, wo man das Gefühl hat, die Sendung ist irgendwie überreizt und ist irgendwie einfach zu viel oder dauert zu lange oder ich weiß nicht was. Also gestern hatte ich so dieses Gefühl. Also ja, was wollte ich gerne besprechen? Also einmal, ich meine, es sind einfach alle so. Ist schon krass, was da so alles passiert. Also natürlich ist auch ganz viel Loyalität da, halten Menschen zusammen und trösten sich gegenseitig, finde ich auch total schön. Aber gestern kamen ja dann diese zwei männlichen Granaten rein und ja. Also dann war ja Aurelia und Sandra wurden dann ja ausgewählt. Natürlich keine schöne, es hat sich Aurelia gefreut, dann fand sie es dann nicht mehr so toll, glaube ich. Und dann, weil ich mir das mitgekriegt habe, dann hat sie ja gesagt, so, ich bitte dich, sag doch nicht, dass wir glücklich sind. Ich möchte nicht, dass einer so aus Mitleid mich datet. Und dann sagt sie, ja. Sehr glücklich gerade mit meinem Couple, nur dass ihr das schon mal wisst, dass ihr nicht irgendwie jetzt so, weiß nicht, so schockiert seid oder so, wenn wir in die Villa gehen oder so. Und das Erste, was sie macht, ist, dass sie sagt, ich bin total glücklich auf dem Date. Das, oh, das finde ich so fucking illoyal, ey. Also, ach. Naja, aber gut. Ja, ansonsten, ich hätte mir da mehr von versprochen. Ich hatte das Gefühl, also Aurelia ist da einfach so, kann ich auch verstehen, so blockiert. Das weiß ich, ob da noch viel geht jetzt in der Woche. Und ob ihr die Typen jetzt wirklich so gefallen haben, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat Natalia Freude gefunden, scheinbar. Er hat eine knifflige Rätselfrage für Natalia. Und du Single? Was bin ich? Oder Couple? Und auch, während sie ja so auf Loyalität pocht, auch. Gut, ich weiß jetzt nicht, was sonst an Kommunikation läuft, aber wie man das so sieht, auch komplett illoyal, dass sie da nicht sagt, ey, ich habe einfach keinen Bock mehr auf dich, Tobi, und lass uns entkappeln. Ist vielleicht, man, vielleicht bin ich da jetzt auch zu streng, ich weiß es nicht, ich könnte ja mal kommentieren, aber ja, das war auch schon so ein krasser Moment, wo du, bist du Single oder verkappelt oder ein langes Schweigen, ey. Geile Szene, geile Szene. Das finde ich manchmal schon fast wieder cool an Henrik, dass du einfach doch vielen Punkten einfach auch nicht groß verheimlicht, wie krass er ist und ja, das finde ich schon fast wieder gut manchmal. Lass mich mit dir reden. Nein. Versuch's immer drauf zu sagen, hey, wenn das mit Tobi für dich nichts ist, dann sag ihm das, dann weiß er, wo er ist. Klar, sie soll auf ihr Herz hören, aber sie soll dir wenigstens ein Zeichen geben, einfach weil sie das ist das ja, weißt du. Ja, eine weibliche Granate kam ja auch rein und ja, da konnte man auch wieder sehen, wer einfach cool ist und nicht so drängelig und nicht die Frau auf dem Podest hebt. Geduld. Geduld. Bonsoir. Hi. Alles Hi. Gut? Henrik, freut mich. Ich hab schon gehört. Hast du schon gehört? Ja, den Weg zur Private Suite kennst du. Ach so. Mein Henrik ist einfach immer cool in diesen Dating-Situationen, finde ich. Und ob man ihn jetzt mag oder nicht. Auch Luca fand ich da wieder relativ entspannt und ja, viele andere waren wieder, weiß ich auch nicht, naja, keine Ahnung. Aber kann ich es auch schlecht einschätzen, wer auf die jetzt, auch überhaupt keine Ahnung, wenn sie jetzt gut fand, hatte so ein paar Ideen, aber weiß ich nicht. Bin sehr gespannt. Und ansonsten war ja Anna und Marc. Großes Thema. Ich hätte ja gedacht, die ziehen das durch bis ans Ende, muss ich echt sagen. Bis auf Südländer. Ich mag dunkle Augen, dunkle Haare, Tätowierung. Aber ich habe ja immer gesagt, Marc macht zu viel, macht viel zu viel. Und ja, jetzt hat er, also nicht, dass er das jetzt 1:1 verursacht, was da passiert, aber ja, jetzt hat er das Ergebnis, dass sie einfach abgeturnt ist und anfängt rumzuflirten irgendwie, ne? Und ja, können wir vorstellen, dass man nochmal vielleicht eine andere Seite von Sandra nochmal von
Anna nochmal sieht, wird, keine Ahnung, aber ich fand es irgendwie spannend und auch irgendwie viel realer. Ich hatte vorher mal so ein Gefühl, so ein irreales Gefühl bei den beiden, dass sie einfach alles wegbügeln, und das fand ich jetzt viel realer. Aber er macht meiner Ansicht nach den gleichen Fehler wie Tim, also hätte er auch wieder, aber da kommen wir gleich zu, macht den gleichen Fehler wie Tim, dass er irgendwas bemängelt. Also ob er das jetzt zu viel findet oder nicht, kann man ja drüber diskutieren, aber dass er irgendwas bemängelt und nimmt dann gleich wieder die ganze Schuld auf sich. So, ne? Maus. Ja, ist Maus. Nein, aber ey, du sollst definitiv deine Position jetzt bitte nicht irgendwie andersweise in Frage stellen. Anstatt zu sagen, ich fand's von dir nicht gut, lenkt er sofort ein, sofort, ja, sorry, Entschuldigung, viel zu viel, viel zu wenig in der Männlichkeit, in so einer auch liebevollen Männlichkeit, finde ich. Und Tim, ja, also ich bin ja ein großer Fan von Tim, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber Tim auch. Wie will der den Puffer versohlen? Wie will der den Schlummes beißen? Dann wird er auf ein Date geholt und das Erste, was er sagt, ich hab dich lieb zu Melina, ist ja schön, dass sie lieb hat, aber er kriegt natürlich wieder nichts zurück, ne? Sie sagt es natürlich nicht zurück, und auch er ist immer in diesem Mindset von, ich muss ganz viel geben, dann kommt was von ihr. Aber so funktioniert es nicht. Es funktioniert einfach. Man möchte so gerne, dass es so funktioniert, aber so funktioniert es einfach nicht. Und auch er, also ich glaube nicht, das kann mir nicht vorstellen, dass das Bestand da über die Sendung hinaus. Ich glaube, Melina hat keinen Bock auf jemand anders jetzt. Die wird das irgendwie durchschleppen, aber ich bin der Meinung, da wird es wahrscheinlich noch mehr Bröcke geben in der Woche, aber keine Ahnung. Ansonsten, ja, irgendwie überhaupt keinen Plan. Also, hatte gestern das Gefühl, dass da einfach jetzt doch so dieses Taktieren vielleicht immer mehr in den Vordergrund rückt, dass man einfach möglichst lange drin bleiben möchte. Und bin mal gespannt, wenn die Zuschauer jetzt rauswählen, falls sie das dann können. Ja. Keine Ahnung. Also, könnt ihr jetzt heute auch nicht sagen, wer da gewinnt. Und wer da überhaupt wirklich ein glücklich stabiles Couple ist, keine Ahnung, könnt ihr ja mal drunter schreiben. Ja, fand es irgendwie ein bisschen frustrierend gestern in der Sendung. Naja, weiß ich auch nicht nur warum. Gut, in diesem Sinne, abonniert gerne meinen Kanal, liked gerne das Video, kommentiert gerne mit, freue mich da mal drüber. Und ja, bis morgen dann wahrscheinlich.